Ja, willkommen zurück bei der Videoserie Einführung in die Programmierung mit Racket. Beim letzten Mal haben wir uns ja ein bisschen theoretisch mit ein paar Standards befasst, Code Standards, die wir eben ja, unterstützen wollen. Zum einen waren das die Kommentare, die uns also bei Variablen oder Funktionen sagen, was also gemacht wird. Divide one number by another in diesem Fall. Signaturen, die angeben, was genau für Arten von Werte da irgendwie involviert sind. Und dann eben noch Testfälle, die in diesem Fall, ja, zum Beispiel, ein Check Expect 9 durch 3 sein könnten und das wären 3. Davon sollten wir nach Möglichkeit immer alle möglichen Eingabekombinationen irgendwie überprüfen. Genau. Und ich habe als Denkanstoß die Idee gegeben, was passiert denn eigentlich, wenn ich jetzt hier versuche, durch 0 zu teilen? Und das wollen wir jetzt auch gleich mal auflösen. Und zwar haben wir, okay, offensichtlich noch einen Testfallfehler. Das schließen wir hier einmal. Das hatten wir auch in der letzten, im letzten Video. Das war hier das. 3 plus 4 war 8. Und das muss natürlich 7 sein. Aber wir sehen sofort, ja, hier ist gleich ein Fehler, ne? Und was passiert, wenn wir hier einen Fehler haben? Wenn wir jetzt hier, sage ich mal, noch 9 durch 3 teilen wollen, wo ja 3 rauskommen würde, dann wird das einfach gar nicht mehr ausgeführt, weil der Fehler die Programmausführung abbricht. Unsere Testfälle sind aber alle bestanden, aber die Division durch 0 eben nicht. Und nun ist die Frage, wie kann man sowas verhindern? Das ist ja im Endeffekt eine Falscheingabe des Users sozusagen, der vielleicht wissen sollte, man darf nicht durch 0 teilen. Aber es muss ja nicht unbedingt der User dann die Falscheingabe gemacht haben. Es kann ja auch sein, dass wir fast, also mehrere Prozeduren haben, die einander verwenden. Und irgendwo werden dann halt Werte von der einen übergeben, weil wir irgendwelche statistischen, ja, also wir haben da irgendwelche statistischen Werte und dann ist aber irgendwo der Wert 0 und der wird übergeben und dann rechnen wir was mit einer Division und schon haben wir selber diesen Fehler fabriziert. Und das wollen wir natürlich in irgendeiner Weise verhindern. Wir können natürlich nicht viel dagegen machen, dass da die 0 eingegeben wird. Wenn das automatisiert ist vor allem, dann wird das gar nicht irgendwie wahrgenommen vom Programm, dass es da was Falsches eingegeben hat. Was wir aber natürlich wollen, ist, dass wir die keinen Abbruch des Programms wollen. Das ist ja quasi der Super-GAU. Wir haben da 1000 Prozeduren, 1000 Ausgaben drin und nur weil eine einzige falsch ist, wird das ganze Programm nicht mehr ausgeführt. Das wollen wir natürlich nicht. Und jetzt gibt es zwei Strukturen, die ich vorstellen möchte, um das zu tun. Zum einen könnte man natürlich die Signatur nutzen. Also wir können natürlich sagen, hier darf zum Beispiel nur natürliche Zahlen hin. Ist natürlich die Frage, ja, okay, die natürliche Zahl in der Informatik ist natürlich die 0 auch eine natürliche Zahl. Also in diesem Fall funktioniert das schon mal gar nicht. Da müsste man dann irgendwie eine spezielle Definition machen, dass eben alles außer die 0, aber das ist hier glatt viel zu komplex für uns. Aber wir können durch die Signatur natürlich schon mal, zum Beispiel bei einer Fakultätsfunktion dürfen natürlich keine negativen Zahlen. Wir können nicht die Fakultät von einer negativen Zahl berechnen. Das heißt, durch die Signatur, in der wir eben sagen, ja, das ist eine natürliche Zahl und keine Nummer, haben wir das natürlich schon mal abgedeckt. In unserem Fall ist das aber halt nicht machbar, beziehungsweise zu aufwendig. Viel einfacher ist dann in unsere Funktion eine Fallunterscheidung einzubauen. Ja, und so eine Fallunterscheidung in Racket
Da nutzen wir das Stichwort cond für ja, conditional. Und was wir tun werden, ist, wir verschieben das erstmal ein bisschen nach unten. Den Block wollen wir grundsätzlich schon noch nutzen, weil das ist ja die Funktionalität, die wir haben wollen, wenn alles okay ist. Aber was wir machen müssen, ist, wir müssen eben eine Fallunterscheidung machen und da haben wir den Befehl cond. Und cond hat dann mehrere immer wieder eingeklammerte Blöcke, die eben wiederum aus zwei Blöcken bestehen. Zum einen aus dem ersten Block, das ist quasi die Überprüfung, was passiert hier, also was ist der Fall, bei dem das ausgeführt werden soll und dann die Ausführung. So, das ist so die grundlegende Struktur. Jetzt bei unserem konkreten Beispiel machen wir das so, und zwar sagen wir ja, wenn y gleich 0 ist. Das heißt, ja, wie immer die Präfixnotation, Überprüfung auf Gleichheit, bei Racket einfach nur ein gleich. Und dann fragen wir, ist y gleich 0? Ja, dann wollten wir, ja, das ist natürlich unsere kleine eigene Fehlerausgabe, die wir da haben wollen. Aber halt mit dem Unterschied, dass das Programm nicht abgebrochen wird. Das heißt, wir könnten jetzt beliebig viele nächste Blöcke machen. Wir könnten auch noch überprüfen, ob x gleich 0 ist. Aber das brauchen wir halt hier nicht. Und wenn dann eben der letzte Fall ist, jetzt brauchen wir für alles andere. Und da ist das Stichwort else. So, und else hat im Endeffekt, muss halt nicht eingeklammert werden. Das ist dann halt für jeden anderen Fall. Und da können wir dann sagen, ja, else, dann übernehmen wir einfach unseren Rest. Das sieht dann so aus. Dann können wir mal gucken, wie das hier aussieht. Und zwar müssen wir dann natürlich den Fallunterscheidungsblock schließen, die ganze Fallunterscheidung schließen, das Lambda schließen und den Start der Funktion schließen. Und schon werden wir gleich sehen, dass dieser Fehler hier, Division by Zero, nicht mehr auftreten wird. Wenn wir das jetzt hier ausführen, dann haben wir hier zwar, okay, wir haben jetzt hier eine Signatur, Violation, weil wir natürlich gesagt haben, die Ausgabe kann nur eine Nummer sein, aber unsere Programmausführung, die funktioniert noch weiterhin. Wir sehen es auch schon, dass es hier blau ist einfach eine ganz normale Textausgabe in Racket und nicht ein roter Fehler. Wir können es hier also immer nochmal die Division 9 durch 3 machen. Jetzt sagen wir hier vorübergehend, bevor wir in späteren Videos eine bessere Möglichkeit kennenlernen, sagen wir hier erstmal Any. Da kann einfach alles rauskommen. Wir regeln es natürlich weiterhin über die Eingabe, das heißt, so viel kann ja gar nicht schief gehen. Nummer und Text, also Zahlen und Text, da bleibt eigentlich eh nicht mehr wirklich was übrig, ne? Also wir haben keine anderen Strukturen bisher jetzt kennengelernt, also kann da alles rauskommen. Wenn wir das jetzt starten, dann gibt es keine Fehlermeldung, dann gibt es keine Programmabbrüche oder Signatur, Violations. Wir haben einfach alle sechs Tests, ja, bestanden. Wir haben die Division durch 0 Anmerkung, die aber, wie wir sehen, eben die weitere Ausführung, nämlich 9 durch 3 gleich 3, nicht beeinträchtigt. Das heißt, wir brauchen uns keine Sorgen darüber machen, dass das Programm eben abgebrochen wird. Wir haben unseren Fehlerabfang eingebaut. Und das ist genau das, was ich in diesem Video zeigen wollte, und zwar die Fallunterscheidung, die wir in weiteren Videos immer wieder einsetzen werden. Im nächsten Video werde ich noch eine kleine Alternative zum Cond vorstellen und ein paar Fallunterscheidungen durchführen. Also ein paar Fallunterscheidungen programmieren. Zum nächsten Video sollten wir uns überlegen, in welchen Zusammenhängen wir über Fallunterscheidungen denken, anwenden zu müssen. Inwiefern
es jetzt verschiedene Arten der Fallunterscheidung geben kann. Und ansonsten sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.